Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, wir sind in der letzten Folge mal wieder gestorben, was ja nichts Neues ist, und wir befinden uns immer noch hier unten. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ja, da vor uns hast du das letzte Mal auch schon gewarnt. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Ich brauche da schon eine Belehrung. Er hat erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. Ich brauche diese Belehrung, weil in der letzten Folge bin ich leider Gottes in so ein Ding reingesprungen. Wow, natürlich, greif uns gleich mal von hinten an, du Mistgeburt, ey. Jetzt haben uns gleich zwei auf dem Kicker. Wow. So. Feuer, was nichts bringt. Wow. Jetzt haben es gleich wieder beide auf uns abgesehen. Was ich nicht so geil finde. Ach nö. Oh nein, 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 nein. Jetzt sind es wieder die Dämpfe. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, das tut mir leid. Das gibt es doch nicht. Du denkst, du weichst schon aus, aber nichts da ist. Vergiss es. Und schon wieder schlägt er nochmal zu. Ach, er hat das Schwert schon wieder eingesteckt. Was ist denn das für eine Angewohnheit von dem? Was soll denn der Mist? Ja, brauchst du dich nicht wundern, wenn wir immer drauf gehen. Steck doch dein Schwert nicht immer ein. Ich check das nicht. Aber immer wenn beide angreifen, der Gegner und wir, dann trifft immer der Gegner. Wir machen gar keinen Schaden mehr. Unser Schwert schon wieder im Arsch oder was? Habe ich das nicht mitbekommen? Na komm raus aus deiner Ecke. Dankeschön. Och nö. Boah, ey, nicht dein Ernst. Vor allem schon wieder zwei. Ja, gleich da oben bei uns auftauchen. Aber wir haben doch gar keinen Schaden zugefügt. Und ausweichen. Das gibt's doch nicht. Hier ein bisschen Feuer für dich. Okay. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen durchschaut. Die greifen immer zweimal an. Danach können wir dann angreifen. Okay. Vielleicht liegt da die Lösung. Ja, klar. Was eine Lösung, wenn beide gleichzeitig angreifen. Ich weiß, sie macht die meiste Arbeit. Wow, wow. So, raus hier. Und Feuer! Gleich haben wir's. Jawohl. Wow, nein, geh weg. Ja.
Erika, Freunde der Sonne. Ey. Haben wir es? Da tauchen jetzt hier gleich nochmal welche auf. Nee, Alchemie gerade nicht. Ein Moment. Gott, Gott, Gott. Wir brauchen nützliche Dinge. Dann haben wir hier noch die Tränke. Erhöht die Angriffskraft, das kann man in Kämpfen gebrauchen. Mann. Es tut mir leid, dass ich da echt recht ruhig war, aber... Warum können wir diesen Gegenstand nicht herstellen? Du besitzt diesen Gegenstand bereits, aber wir haben ja nicht mehr genug davon. Nee. Aus manchen werde ich ja echt nicht schlau, es tut mir wirklich leid. Kann man auch nicht herstellen. Ich werde doch wo... Ich Es ist echt deprimierend. Ja, hier haben wir Schwalbe, ist richtig. Wegwerfen, ausrüsten, bringt uns ja nichts. Wegwerfen. Ja, so, jetzt haben wir es weggeworfen. Jetzt bin ich gespannt. Na, also jetzt ist aber mal gut hier. Also. Naja. Jetzt müssen wir das erst wegwerfen, damit wir es wieder herstellen können. Interessant. Man könnte ja nicht die Flasche benutzen, die wir da haben. Nein, warum denn auch? Warte mal, wir konnten noch eine Kartätsche herstellen, ne? Mann. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Nee, wir können es nicht herstellen. Eine Zutat fehlt. Was fehlt denn da? Calcium-Mikro. Können wir auch nicht herstellen. Können wir alles nicht herstellen. Schweinerei. Aber wir haben Schwalbe hergestellt. Warte mal. Ach, das können wir auch herstellen. Zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Wir haben da so viel vorne, da können wir das einmal herstellen. So. Schwalbe war nochmal beschleunigte Regeneration der Vitalität. Das können wir gebrauchen. Und das legen wir uns jetzt auch gleich noch. Machen wir's. Bist du Schwalbe? Schwalbe! Dahin. So, okay. So. Tut mir leid. Spiel speichern. Yes. Okay. Ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt hier erstmal gepackt haben. So, wir müssen, laut dem Ding müssen wir dahinter. So, was gibt, wir müssen von... Hier haben wir noch was zum Aufnehmen. Das ist gut. So, unten haben wir dann noch was. Da haben wir es. Wir ein bisschen umschauen, wenn wir schon mal hier unten sind, weil ich glaube, so schnell kommen wir hier nicht wieder her. Hier raucht es nicht. Hier raucht es auch nicht. Wer weiß, was wir jetzt in die Arme laufen, ey. Schweinehaut, Eisenerz, gehärtetes Holz. Rezept Nigredo. Kronen 3. Jetzt mit dem Öl habt ihr mir doch schon erzählt. Wähle nützliches. Ja. Hä, hey, das ist jetzt... Nö. Hallo? Sei doch mal ruhig! Na geil. Aber wenigstens fürs Silberschwert. Oh, ich raste gleich aus hier. So, was haben wir jetzt hier noch? Schweinehaut. Nein! Ach, Himmel, Arsch und Zorn. Das ist auch noch gut hier. So, und jetzt wollte ich eigentlich zur Alchemie. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Albedo, da. Ja, ist klar. Ja.
Eieiei, ich weiß, ich stelle mich hier immer noch wie Noob an, aber... Ey, ich will das mit euch zusammen herausfinden, also von daher... Seht es mir nach. Ich könnte natürlich mich erst voll informieren über das ganze Spiel und dann hier durchrattern, aber... Ey, wir bekommen das zusammen raus. Das kriegt man hin, das rockt man schon. Oh, da ist sowas an der Wand. Da gehe ich nicht schwimmen. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nee. Nope, 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 nope. Nicht mit mir. Ach, da war doch nichts. Jetzt stell dich mal nicht so an. So. Kräuter. Alchemie-Gedöns. Pilze. Noch mehr Alchemie-Gedöns. Ich höre doch irgendwas. Müssen wir hoch. Hinten. Warum wird es denn hinter uns auf einmal rot? Was höre ich denn da? Und was haben wir jetzt hier auf der Karte? Das ist eine Etage höher. Durchsuche die Kammer mit Hilfe deiner Hexe. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Mach langsam, Kira. 90 Erfahrungspunkte waren schon mal nicht so schlecht jetzt. Weitere Zutaten. Na komm. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Schubst mich doch nicht immer weg. Vella Glan. Ja, dann suchen wir jetzt mal nach dem Pferd, wa? Schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Was haben wir denn da? Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Irat, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Ich hab nicht euer Ernst. Nimm dein Schwert. Stirb! Weißt du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann, ja, ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Boah, kämpf nicht, red nicht, sondern kämpfe. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Der hängt da oben so drinne. Das ist total uncool. Nimm dies. Und nimm das. Da echt noch einen Schlag hinterher oder verteidigt. Schutzschild brauchen wir dann. So. Dreimal hat er zugeschlagen, jetzt schlagen wir zurück. Aua, der hat schon unser Schutzschild gleich kaputt gemacht. Ja, jetzt, nein, jetzt, fuck. Na, das, oh. Wir konnten uns draus befreien, das war wichtig. Jetzt haben wir mal ein Stück Schwalbe zu uns genommen. Boah, jetzt kommen hier noch Blitze geflogen, ey. Ich glaube, was mir auch helfen könnte, wäre, wenn ich es schaffe, ein bisschen Konter zu verbessern. Das ist gut. Guter Angriff.
Boah, wo kommen denn diese ganzen Blitze schon wieder her? Komm. Ah. Gleich hammern. Jawohl. Jetzt wird's interessant, wer von den beiden ist denn das? Da war die Erscheinung. Jetzt teleportiert die sich weg. Ey. Ah, hallo. So, und jetzt. Boah, bleib doch mal stehen. Wow. Ihr merkt, meine Konzentration ist wieder ganz oben. Ich bin ruhig. Ich möchte einfach nur, dass das hier funktioniert. Ich esse noch ein bisschen Trockenfleisch. Warum? Weil ich es kann. Jetzt haben wir noch einen Abelsaft in der Her. Kann man nichts einsetzen? Lass die Blitze Blitze sein, ey. Ehrlich, ey. Wow. Ah, viel Schaden fügt ihr uns nicht zu, ne? Wow. Gleich hammern wir auf. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Ah ja. Ach, ich muss doch. Ich bin jetzt einfach gefolgt, aber es war auch gut. Brauche noch mehr Hinweise anscheinend. Nur wo können wir die finden? Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpje. Wow! Musst du alles anfassen? Na geil! Geralt, ist alles in Ordnung? Nee. Kann man so sagen. Boah. Geil. Super. Da bin ich froh, dass wir aus dem Kampf so viel Lebens... Also, recht viel Lebensenergie im Vergleich zu sonst mitgenommen haben. Und dann kommt so eine scheiß Falle daher. Ich fasse hier nichts mehr an. Tschüss. Ich gehe nach Hause. Dann werden wir das jetzt wieder untersuchen. Ah, ich dachte, dann taucht er wieder auf. So, was? Himmel, Herrgott. Kann ich denn jetzt hier die Fackel aktivieren? Ablegen, Spielerwerte. Bläh. So, wird doch mal was. Wird ein Schuh draus. Bringen wir Licht ins Dunkel. Wir müssen ja in diesem Bereich hier suchen. Aber ich sehe nichts mehr. Das haben wir ja schon, aber es ist trotzdem immer noch rot. Kommen wir nicht lang. An
den Wänden sehe ich auch nichts gerade. Ich bin hier. Macht euch keine Gedanken. Habt einfach mal kurz den Moment der Stille genossen. Obwohl wir schon die ganze Zeit den hier haben. Hier auf dem Boot noch irgendwie was. Da ist nichts. Was übersehe ich denn? Nun. Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Ja, der Kater müsste hier. Ich spring doch da jetzt nicht runter, oder? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich da jetzt runterspringen soll oder nicht. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Also klar, Zerschmetternresistenz und Aufschlitzresistenz sind zwar da deutlich besser, aber Verbrennenresistenz, wir haben Elementarresistenz und Resistenz gegen Schaden durch Monster. Aber dann haben wir da vielleicht was, was man schön zerteilen kann oder verkaufen kann. So. Also unsere Hexensinne verraten, dass hier doch kein Monster kommt anscheinend. Aber irgendwas muss hier sein. Wir müssen immer noch in diesem Bereich bleiben. Lass mal noch hier bis zum Ende schwimmen. Hier ist nichts. Okay, wir müssen fix zurück. Ah. Komm schon. Schneller. Schneller. Drauf tauchen. Und
man abtauchen. Ich habe gesagt abtauchen. Also, komm jetzt hier raus. Nö, komm mal nicht. Daher abtauchen. Ich bin gerade ein bisschen... Oh. Eine kleine Zwischennische. Jetzt kommen wir doch bestimmt wieder hoch. Kelp hier. Ah. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Das ist schön. Ja, ich bin unterwegs. Wahrscheinlich ist die Mauer aufgegangen, oder? Schau, sie gehen auf! Gehen wir! Wanderung im Dunkeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Noch eine Fackel haben wir nicht, ne? Doch. Ist sie auch so lang, wie wir wollen? Also, haben wir jetzt die eine Fackel, die wir immer wieder anzünden können, oder? Aber wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Und dann? Ich sammle ein paar Zutaten. Nee, ich muss hier wahrscheinlich auch was machen. Oder? Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Das hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Das letzte Mal, als wir uns teleportiert haben, wissen wir, was passiert ist. Ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. So. Meine lieben Freunde der hämmernden Tasten, ich muss jetzt diese Folge hier einfach mal an dieser Stelle beenden. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie lang diese Folge ist. Dadurch, dass meine Tonaufnahme ein bisschen gestresst hat, möchte ich das jetzt hier kurz beenden. Und mal kurz überprüfen, ob da noch alles da ist. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, was uns da auf der anderen Seite von dieser... von dem Tor da erwartet. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.